NDR Info. Der Talk. Ein Liedermacher im Gespräch mit einer Schriftstellerin. Ich glaube, das muss ich erklären. Ich kann das erklären. Hannes Wader, Ihre Lieder sind für mich so etwas wie der Soundtrack meines Lebens. Seit 40 Jahren höre, singe und spiele ich Ihre Lieder. Und als Sie 70 wurden, vor 7 Jahren, habe ich, weil ich noch beim Radio arbeitete, ein Interview mit Ihnen geführt. Und auch ein Gespräch, ungefähr eine Stunde. Und damals habe ich mir gedacht, was für ein Leben. Es muss unbedingt eine Biografie geben. Und habe gedacht, boah, wenn irgendjemand, wenn er möchte, dass ich sie schreibe, schreibe ich sie. Und mittlerweile hat sich das erledigt, denn hier vor mir liegt Ihre Autobiografie, geschrieben von Ihnen selbst, was viel besser ist natürlich. Sie heißt Trotz alledem. Und auf dem Titel ist ein bisschen winterzauster Hannes Wader von, ich schätze, Mitte 50, steht in Nordfriesland im Wind. Und ich glaube, dieses Buch zu schreiben war kein Picknick. Stimmt's? Nein, war es nicht. Es hat mich sehr mitgenommen, kann man sagen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich dachte, ich muss es machen. Und wenn mich etwas mitnimmt oder sich mir Widerstände entgegenstellen, dann versuche ich die, dann bin ich dann plötzlich bockig und mache das trotzdem, trotz alledem. Trotz alledem, genau. Und ja, ich kann sagen, die 2,5 Jahre, die ich da an diesem Buch gesessen habe, die haben mich 17 Kilo Lebendgewicht gekostet, die ich jetzt, wo das Buch jetzt da ist, mir wieder draufpacken muss irgendwie. Hab bloß keinen richtigen Appetit, aber das kommt sicher vielleicht noch. Sie haben mir auch erzählt, dass Sie in der Zeit des Schreibens keine anderen Bücher lesen konnten, sondern nur Kreuzworträtsel lösen. So ist es. Und ich fange jetzt erst langsam an, wieder überhaupt zu lesen. Ja. Unter anderem, mit großem Vergnügen habe ich Ihr Buch gelesen, die Mittagsstunde. Wunderbar. Das heißt, ich wechsle das ab, ich löse Kreuzworträtsel und dann lese ich wieder was und so weiter. Und ich hoffe, langsam nach und nach wieder in diesen Tonus zu kommen, mehr zu lesen. Als Sie mir erzählt haben, dass Ihnen das so schwer gefallen ist, dieses Buch zu schreiben, hat es mich kein bisschen gewundert, weil ich mich daran erinnert habe, wie es mir gegangen ist, als ich meinen Roman Mittagsstunde geschrieben habe. Das ist ein Roman, der auch über meine Kindheit erzählt zum Beispiel, über eine Welt, die ich kenne, ist aber fiktiv. Und ich habe mir gedacht, um wie viel härter muss es sein, seine Autobiografie zu schreiben? Können Sie sagen, was daran so schwer war, was Sie so mitgenommen hat? Das kann ich nicht im Einzelnen und nicht im Konkreten sagen, sondern das ist so dieses Ensemble von allen möglichen Erinnerungen, die man ja vielleicht verdrängt hat, die dann plötzlich wieder hochkommen, so dass man so auf seine eigenen, ja, auf sich selber trifft und auf seine eigenen Fehler stößt und dann ständig vor Entscheidungen steht. Soll man das jetzt verschweigen? Soll man es schönen? Das heißt also lügen? Oder soll man die Wahrheit sagen? Ja gut, dann habe ich mich auf mein jeweiliges Gefühl verlassen. Und ich hoffe, dass das richtig war, das so zur Hand haben. Also das Buch ist auf jeden Fall ein wirklich großes Stück Zeitgeschichte, finde ich. Und es ist auch wunderbar geschrieben. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Sie sich von allen Figuren, die da auftauchen und beschrieben werden, am wenigsten selbst schonen. Sie mit sich gehen relativ hart ins Gericht. Ich glaube, da haben Sie sich immer für die Wahrheit entschieden. Kann das sein? Ja, das ist wahr. Obwohl ich nicht alle Schweinereien, die ich begangen habe, da aufführe. Dann ist es nicht mehr ehrlich, sondern es könnte sein, dass es dann lamoyant wird, dass sich ein Ton einschleicht des Selbstmitleides. Ja, dass man sich selbst leid tut, dass man so Sauereien begangen hat. Was weiß ich, das hört sich ein bisschen schräg an, aber mir ist es so ergangen, also dass ich immer mir selber gegenüberstand und entscheiden musste, wie machst du das? Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie schwer gewesen sein muss, sich Ihrer Kindheit nochmal wieder ganz stark zu stellen, weil es keine einfache Kindheit war, auch keine schöne Kindheit, glaube ich, kann man sagen. Sie sind 1942 geboren,
Ihren Vater haben Sie erst 3 Jahre später kennengelernt, sehr vermisst. Sie haben sich sogar einmal auf den Weg gemacht, ihn zu suchen als kleiner Junge. Das ist ein herzzerreißendes Stück, was Sie da schreiben. Und Ihre Mutter hat Sie und Ihre beiden großen Schwestern mehr schlecht als recht durchgebracht, bei einem Bauern gearbeitet, in der Küche und auf den Feldern gearbeitet. Eine harte Kindheit, oder? Wenn ich das lese, hatte ich sehr stark Mitgefühl mit diesem kleinen Hannes Wader. Hatten Sie das auch? Kann man dann sagen, jetzt ist es so lange her, ich war auch ein armer Stackel? Ja, das ist so. Ich habe versucht, Mitgefühl erstmal zu entwickeln, weil ich eigentlich keins hatte. Mit mir selber und mit Menschen, die... Denen es ähnlich erging. Wie kam das, dass innerhalb dieser Generation? Das ist, jetzt betreten wir ein ganz schwieriges Terrain. Da weiß ich gar nicht, wie ich da ansetzen soll. Das gehört mit zu dem, was mich am meisten angegriffen hat. Also meine Kindheit und Jugend. Und dem gebe ich in dem Buch sehr viel Raum. Aber von Bewältigung kann da nicht die Rede sein. Ja, oder vielleicht doch, ich weiß nicht, muss ich abwarten. Mhm. Obwohl das Buch jetzt schon in den Läden liegt und auch gelesen wird, bin ich noch gar nicht damit fertig. Ich habe noch keinen Abstand. Mhm. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen über diese Zeit, die ersten Jahre Ihres Lebens, die ersten Erinnerungen, die Sie haben. Was hat Sie da besonders geprägt? Prägend war, ja, im Grunde, dass niemand Zeit für mich hatte. Es war Krieg und meine Mutter sagt, ich sei ein Wunschkind gewesen, was ich ihr nicht glaube, sondern ich war ein Urlaubskind. Mein Vater kam irgendwann aus dem Krieg, auf Heimaturlaub und dann wurde ich geboren mit 8, 9 Jahren Abstand zu meinen beiden Schwestern und ich störte da. Das war aber nicht die Bösartigkeit der Menschen oder meiner Familie oder meiner Mutter oder meiner Schwester oder sonst anzulasten, sondern es war so. Und dabei waren Sie, es gibt ein Foto von Ihnen, ein Foto, wo Sie ganz klein sind. Ich weiß gar nicht, wie alt Sie da sind. Wissen Sie das ungefähr, wie alt sind Sie auf diesem Foto? 2,5, 3 Jahre. Das ist ein so entzückendes Foto. Man möchte dieses Kind sofort adoptieren. Man sieht es und denkt, ach, kann es bitte bei mir leben? Es ist so ein wahnsinnig ernster, verträumter und auch kluger Blick, finde ich. Und Sie waren ein Kind mit vielen Talenten. Sie konnten zeichnen, Sie konnten singen. Nur hat das niemand wahrgenommen. Ja, das diese Dinge musste ich mit mir selbst abmachen. Und das war natürlich auch meine Rettung in gewisser Weise, dass ich konnte mich da rein versenken, ich konnte abtauchen. Das ist auch sehr prägend. Und das sind so Techniken, die man vielleicht als Kind entwickelt und die einem dann später zur Verfügung stehen. Sie haben das sehr früh entwickelt. Sie wurden schon von Ihrem Grundschullehrer Hans der Träumer genannt. Sie haben sich offensichtlich wirklich wegdenken können oder wegträumen können aus der Realität. Ja, ich musste das, weil ich konnte mit dem, was ich dachte, mit meiner Sicht auf die Welt und das, was einen berührte, nirgendwo landen. Ich musste das mit mir selber abmachen. Und das ist etwas, was ich heute noch mache. Das läuft nie ohne Konflikte ab im Leben. Ich bin nicht kommunikativ in dem Sinne. Es sei denn, man guckt sich an, was Sie gemacht haben, Ihr Leben lang, nämlich gesungen. Und das ist ja eine Art von Kommunikation. Sie haben ja vor einem Publikum gesungen. Und das finde ich fast am erstaunlichsten, wenn ich Ihre Biografie ansehe. Es gibt eine kleine Episode, da erzählen Sie, als ganz kleiner Junge haben Sie auf der Reeperbahn nachts um 00:30 gesungen und wollten, dass die Familie das hört, aber Sie haben sich dann mit dem Rücken zu ihrer Familie gestellt. Also man sollte sie dabei nicht sehen. Sie haben sich dann abgewandt. Und ich habe gedacht, dass so ein Junge, der so sehr mit sich selbst lebt und in seiner eigenen Welt lebt und gewöhnt ist, dass man ihn nicht sieht und dass man ihm auch nicht zuhört, dass so ein Junge oder später Mann sich dann entscheidet für ein Leben auf der Bühne. Das ist eigentlich erstaunlich, oder? Ja, das ist ein einziger Widerspruch, weil darauf gehe ich auch hier und da in dem Buch ein,
bin ich nie etwas gewesen, was man eigentlich als Bühnenkünstler sein sollte. Eine Rampensau. Ja, also auf der Bühne stehen und sterben. Erst nach der 25. Zugabe, die man erzwingt gegenüber dem Publikum, erstmal die Bühne verlässt. Gut, ich stand gern auf der Bühne, aber nicht eine Sekunde länger als unbedingt nötig. Und ich habe auch meinem Publikum eigentlich immer eher misstraut, wollte aber gleichzeitig geliebt werden vom Publikum. Und das sind auch Widersprüche, die sind ganz eigenartig, die durchziehen also mein ganzes professionelles Leben. Und eigentlich habe ich auf der Bühne eigentlich nichts verloren. Aber ich habe es eben trotzdem gemacht. So nach dem Motto, jetzt gerade. Ich bin dafür nicht geeignet, dann mache ich es erst recht. Hannes Wader erzählt gerade, er hat auf der Bühne nichts verloren. Sie hören WDR 5, das Tischgespräch, und NDR Info, der Talk mit Hannes Wader. Ich bin so froh, dass Sie hier sind, Hannes Wader, und dass dieses Gespräch geklappt hat. Ich habe mich gefragt, ob es immer Ihr Weg war, dass, wenn es zwei Wege gibt, dass Sie dann immer den schwereren nehmen. Ob das eine Überlebensstrategie für Sie war? Denn Sie hätten ein Poet werden können und im stillen Kämmerlein texten. Sie hätten auch Grafiker werden können. Sie waren begabt, Sie haben das sogar studiert. Sie sind nach Bielefeld gegangen, die Werkkunstschule, haben dort studiert, später sogar in Berlin noch Grafik studiert. Sie haben teilweise bei Pardon gearbeitet als Grafiker. Es hätte durchaus andere Möglichkeiten gegeben, auch Ihr künstlerisches Talent auszuleben. Und Sie suchen sich genau den Weg, der Ihnen von der Persönlichkeit her am schwersten fällt. Ja, es ist so, dass ich von Kind an immer versucht habe, ja, zu genügen, aber es nie konnte. Ich glaube, das hat auch sehr viel dazu beigetragen. Ich hätte mich gerne angepasst verhalten, aber ich konnte so ganz normale Dinge, die andere selbstverständlich brachten, in meines Alters, irgendwie, da war ich zu langsam oder ich habe es vergessen oder ich bin wieder abgetaucht und nicht bei der Sache. Hans der Träumer. Also ich konnte nicht genügen, hätte es aber gern, bis ich dann im Grunde aufgegeben habe, genügen zu wollen. Und gesagt habe, ich mache jetzt so weiter, wie es gerade kommt, wie mir zumute ist. Mhm. Und das habe ich zu einem Prinzip erhoben, zu einem Existenzprinzip. Und so ist es bis heute geblieben. Man hat dann Sie, diesen kleinen, verträumten Hans, sehr klein, dünn und weltfremd im besten Sinne, mit 5 eingeschult, aus einfach praktischen Gründen. Es war niemand zu Hause, der hätte auf Sie aufpassen können, also mussten Sie mit 5 schon in die Schule. Mit 13 waren Sie dann schon damit durch, konfirmiert, und dann gab es, glaube ich, die große Sorge, was machen wir jetzt mit dem Jungen? Also für einen Bau ist er zu schwach und zu schmächtig, das wird nichts. Soll er was Kunstgewerbliches machen, oder? Ja, ich zeichnete ja immer den ganzen Tag. Oder ich sang. Ich habe ja von Kind auf an immer gerne gesungen. Und alle Lieder, die ich irgendwie hörte, konnte ich natürlich sofort. Und meine Tante hatte einen alten Volksempfänger, der lief den ganzen Tag, und da konnte ich noch einmal hören alle Lieder, die dann kamen, also alle Schlager, die nach dem Krieg dann bekannt wurden und populär wurden, die konnte ich alle singen, unter anderem eben auch auf der Reeperbahn nachts um 12:30 von Hans Albers. Und sagte meine Mutter, und da war sie sich mit meinem Vater einig, dass ich irgendwie sowas, ja, was Gestalterisches, meine Mutter sagte dazu, kunstgewerblich, machen müsste. Ja, und dann wurde in einem Schuhgeschäft in Bielefeld eine Dekorateurlehre angeboten. Und da bin ich hin, wurde angenommen, und das habe ich gemacht. Ich habe dann 7 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Ich habe meine Kaufmannsgehilfenprüfung gemacht und dann noch weitere 3 Jahre in diesem Job gearbeitet, bis es nicht mehr ging. Und dann kam eben immer stärker die Musik dazu. Und irgendwann hat die Musik mehr oder weniger Sie rauskatapultiert aus diesem Job. Ja, Sie haben dann in der Mittagspause versucht, Klarinette zu spielen oder Saxophon zu üben, und ja, sind dann hochkant rausgeflogen, haben es aber auch ein bisschen drauf angelegt, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das einfach gemacht. Mal sehen, was passiert.
Und dann, ja, dann flog ich raus und war im Grunde erleichtert. Dann habe ich so Gelegenheitsarbeiten gemacht. Ich habe damals in einem Tanzkombo gespielt, Gitarre und Saxophon und Klarinette. Und habe dann Nächte durchgespielt. Dann war ich auch noch in einer Jazzband. Da verdiente man natürlich nicht so viel, aber mit der Tanzkombo, mit dem Quartett in der Nachtbar, ja, das hat mich über Wasser gehalten. Und dieses Leben haben Sie von Anfang an, glaube ich, geliebt. Dieses nachts rumziehen, in den Clubs spielen, in den Kneipen sein, sehr früh nach Hause kommen, morgens meine ich nicht, abends. Und ich habe manchmal sehr grinsen müssen, wenn ich gelesen habe, was Sie mit Ihrem ersten Geld gemacht haben. Sie haben ja sehr wenig Geld verdient, sind aber mit dem Taxi nach Hause gefahren, wenn Sie keine Lust mehr zum Laufen hatten zum Beispiel. Das ist etwas, was sich durch Ihre ganze Biografie zieht, dieser Umgang mit Geld. Sie waren wirklich arm in Ihrer Kindheit und auch lange als junger Mann. Aber sobald Sie Geld hatten, haben Sie es eigentlich rausgeschmissen, als wäre es vergiftet. Ja, das kann ich mir selbst nicht so genau erklären. Aber vielleicht, weil alle Welt so viel Wert legt auf Geld, auf Besitz, auf etwas haben und auf flüssig sein. Das hat mich furchtbar geärgert. Und dann habe ich mir wahrscheinlich gesagt, für mich soll Geld keine Rolle spielen. Und wenn ich welches habe, dann schmeiße ich es zum Fenster raus. Oder ich verteile es oder was weiß ich. Ja, das war meine Einstellung, sehr lange. Ich habe auch jetzt noch Reste dieser Einstellung in mir, auf meine alten Tage. Ja, ist alles unvernünftig. Aber ich wollte auch nicht vernünftig sein, weil das eine, zum Beispiel vernünftig zu sein, auch schon eine gesellschaftliche Forderung ist, die im Raum steht. Der Mensch soll vernünftig sein, soll vernünftig denken, er soll Vernünftiges tun, er soll vernünftig reden. Das wollte ich alles nicht. Allein, weil ich dachte, ich kann es auch nicht. Herr Wader, Sie haben nach einer schwierigen Kindheit und nach einem holprigen Start ins Leben eine Art Senkrechtkarriere gemacht. Sie hat sich wahrscheinlich nicht so angefühlt, aber wenn man anguckt, was bei Ihnen in den 60er Jahren passiert ist, Sie sind von Bielefeld nach Berlin gegangen, haben dort zur Untermiete gewohnt, abends in Clubs gespielt, das Grafikstudium irgendwann auch arg vernachlässigt, weil klar war, die Musik wird es. Sie haben den ersten Liedermacher Ihres Lebens gehört, auf der Straße, einen Straßenmusiker. Und das muss so eine, da muss ein Funke übergesprungen sein bei Ihnen. Ja, das, und dann ging es ganz schnell. Erzählen Sie doch mal von diesem ersten Moment. Wissen Sie das noch? Nein, das weiß ich nicht. Diesen Moment, es hat keinen Moment gegeben, sondern eine schleichende Entwicklung. Bei mir, weiß ich nicht, ich kann mich überhaupt in meinem ganzen Leben nicht an plötzliche, sagen wir mal, Blitzschläge, coup de foudre erinnern, die mich zum Beispiel von einer Sekunde zur anderen oder vom einen Tag zum anderen in eine Richtung geschoben hätten. Alles ist in meinem ganzen Leben immer widersprüchlich gelaufen. Und wenn etwas schnell in Wirklichkeit passiert sein sollte in meinem Leben, in meinen Veränderungen, dann haben sie sich mir also verzögert dargestellt, mhm, in meinem Gedanken und in meinem Kopf. Deshalb kann ich mich an sowas überhaupt nicht erinnern. Also wie gesagt, keine Entschlüsse von einem Tag zum anderen. Sie haben diesen Straßenmusiker singen hören und haben dann aber auch den Mut aufgebracht zu sagen, ich probiere das auch einfach mal. Sie haben sich dann auch auf die Straße gestellt, auf den Kudamm und haben gesungen. Das, ja. Und auch das finde ich so wahnsinnig beachtlich für jemanden, der eigentlich ein schüchterner Mensch ist, ein introvertierter Mensch, stellt sich an den Kudamm zu einer Zeit, als Straßenmusiker wirklich absolut die Ausnahme waren. Das gab es eigentlich noch gar nicht und stellt sich dahin und singt. Und es hat sogar funktioniert, oder? Ja, es hat funktioniert. Ja, das ist auch immer eine Frage des Programms, was man zur Verfügung hat. Ich habe teilweise für die Straße die falschen Lieder gehabt. Ich habe damals ja auch schon Georges Brassens Lieder gesungen, phonetisch. Ich konnte gar kein Französisch, sondern ich habe mir das phonetisch versucht drauf zu schaffen. Und das sind aber keine Titel, die man auf der Straße singt. Zum Beispiel, ich gebe das Beispiel unter anderem in meinem Buch House of the Rising Sun.
Das war ein langsames Stück, das mit einem akzentuierten Gitarrenschlag begleitet werden konnte. Lange Töne, ja. Das sind eigentlich die Sachen, die man auf der Straße singen muss. Das musste ich aber erst lernen. Also es ist alles ganz verzögert und langsam gelaufen, aber so, dass ich nicht entmutigt wurde. Ich hatte zwar keinen Erfolg in dem Sinne, aber ich hatte mir wieder mal was vorgenommen, was ich unbedingt durchziehen wollte. Und dann kam Ihr erstes eigenes Lied, das heißt Das Loch unterm Dach und wurde geschrieben Anfang der 60er in Berlin. Ja, 1964. 1964, mein Geburtsjahr. 63. Gut, nicht ganz mein Geburtsjahr. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich fröste in einem Loch unterm Dach, als armer Hund mein Dasein. Hab wenig zu essen, drum lieg ich oft wach und hungre bei Wasser mit Wein. Und starrt die nackte Wand mich auch an. Was macht das schon? Jetzt hängt ja daran ein Bild von ihr, sie schenkte es mir. Meine Bücher, die letzten Habseligkeiten, ich werde mit ihnen ins Pfandhaus gehen. Dort vermach ich sie den Leuten, die sie doch nicht zu lesen verstehen. Auch wenn sie mir nicht viel dafür geben, was macht das schon, dann lese ich eben die Briefe von ihr, sie schickte sie mir. NDR Info, der Talk und WDR 5, das Tischgespräch heute mit dem Liedermacher Hannes Wader. Sein allererstes Lied, Das Loch unterm Dach. Und ich glaube, Sie haben da das gesucht, was Leute heute Authentizität nennen. Damals gab es das Wort wahrscheinlich noch nicht oder man hat es nicht benutzt. Aber Sie haben, glaube ich, intuitiv danach gesucht und haben dann ein Lied geschrieben über Ihre Situation. Sie leben zur Untermiete in einem kleinen Loch und so weiter und haben, das steht so in Ihrem Buch und ich kann das so gut nachvollziehen, in diesem Moment das Gefühl gehabt, ich kann das. Ja, als ich es dann fertig hatte, aber auch nicht sofort, ich habe mich nicht hingesetzt, das Lied geschrieben, sondern das, ich beschreibe es ja dann auch, diesen Vorgang, diesen, naja, widersprüchlichen Vorgang im Buch. Ich habe mich nicht hingesetzt und das Lied geschrieben, sondern es hat gedauert. Und als ich es fertig hatte, fand ich es scheiße. Und wollte es wegschmeißen. Und dann habe ich es mir am nächsten Tag nochmal wieder angeguckt und fand es dann nicht mehr so schlimm. Und konnte es dann auch noch wieder verbessern. Und dann war es fertig. Und dann habe ich es auch vorgeführt, also den Freunden, den Kommilitonen aus meinem Semester. Ich ging ja damals noch in die Akademie. Und die staunten. Und das war natürlich ein enormer Zuspruch, den ich dann plötzlich hatte. Mhm. Ja, dann kam das Gefühl, und ich glaube, ich habe es auch laut ausgesprochen, Mensch, ich kann das. Das war vielleicht ein Moment, nachdem Sie vorhin gefragt haben, wo es von einer Minute zur anderen dann sich irgendwas entschieden hat. Und Sie haben dann tatsächlich sich, jedenfalls für eine Zeit lang, entwickelt zu so einer Art Bürgerschreck. Sie müssen interessant ausgesehen haben. Sie haben ein schwarzes Cape getragen und eine schwarze Brille mit Fensterglas und einen Hut und einen Bart. Sie schreiben, dass teilweise die Taxifahrer sich geweigert hätten, sie zu befördern. Ich weiß nicht, ob sie Angst vor ihnen hatten, weil sie auch sahen wie ein Gangster. Können Sie erzählen, warum Sie das gemacht haben? Was haben Sie da versucht auszuprobieren? Ja, ich stand ja immer im Widerspruch, im inneren Widerspruch zu der Welt, in der ich real lebte, also zur real existierenden Welt. Und ich wollte eine andere. Ich fühlte mich nicht in der Gegenwart, in der ich lebte, zu Hause. Und dann habe ich mir eine ausgedacht. Dann habe ich mich selber zurückgebeamt in die Vergangenheit. Mittelalter oder sonst irgendwas. Egal, aber nicht die Gegenwart. Und dann habe ich mich so drapiert, wie ich mir vorstellte, dass vielleicht D'Artagnan oder wer sonst ausgesehen haben könnte. Ja, und dann habe ich mir einen großen Hut gekauft, habe den aufgesetzt. Das war zur Zeit, als zum Beispiel es regelrecht obszön war, überhaupt Hüte zu tragen. Ja,
es tut kein Mensch mehr Not. Und das passierte natürlich auch alles parallel zu den Ereignissen der 60er, genau. Der, sagen wir mal, 68er. Es gab damals auch Uniformiertheit, beispielsweise bei den, es gab ja dann schon die Hippies und die Studentenbewegung, die linke Studentenbewegung formierte sich. Ja, da war es unausgesprochen, gab es auch unausgesprochen die Forderung nach einer Erkennbarkeit, uniformierten Erkennbarkeit. Mhm. Und da wollte ich aber nicht entsprechen. Ich wollte keinen Bundeswehr-Parker tragen. Und dann habe ich mich eben so kostümiert. Sie haben sich der Studentenbewegung auch nicht zugehörig gefühlt, glaube ich. Sie schreiben von sich selbst, Sie kommen aus dem Landproletariat und Sie beschreiben sich selbst als einen deklassierten Menschen, also jemanden, der seine Klasse verlässt und in einer anderen eigentlich nicht wirklich ankommt. Das heißt, Sie haben da einen eigenen Weg gesucht, der irgendwie ja in der Nähe des studentischen Milieus war, aber Sie waren jemand, der nicht dazugehörte, oder? Nein, ich gehörte nicht dazu. Ich habe in Berlin durchaus Kontakt gesucht und mich in der damaligen nächtlichen Szene, alternativen Szene, würde man heute sagen vielleicht, in der Bohème. Es gab eine sehr, sehr, sehr lebendige und ausgeprägte und konturierte Bohème in Berlin mit entsprechenden Kneipen in verschiedenen Stadtteilen, in Kreuzberg und auch in Charlottenburg. Und da habe ich mich wohlgefühlt. Und da wollte ich eigentlich auch dazu gehören. Gut, ich wurde geduldet, aber ich entsprach nicht dem Muster, das da gefordert wurde. Was hat Ihnen gefehlt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat das gemerkt, dass ich ein Landei bin, dass ich vom Lande komme. Und in Berlin, in der Großstadt. Ja, dann habe ich dann, wie gesagt, wieder mal einen eigenen Weg gesucht. Der äußeren Erscheinung. Und wollte damit anerkannt werden, was natürlich keiner tat. Und was dann irgendwann auch die Anfeindung, den man dann ausgesetzt ist, wenn man sich apart verhält und apart kleidet, das war damals ganz furchtbar. Also ich wurde teilweise angegriffen, auch körperlich, also gewaltsam, dass man mir den Hut vom Kopf riss oder sonst irgendwas. Mhm. Die Rentner, wenn sie ihre Rente abholten, in der Schlange standen bei der Post, da haben sie mich einmal verprügelt. Es war plötzlich, wie auf ein Signal, wurde ich dafür mit Schirmen verhauen. Das heißt, von den Rentnern. Sie haben wirklich provoziert durch Ihr Aussehen. Ja, ja. Mhm. Und das alles vor dem Hintergrund der Hetze der Springerpresse gegen die Gammler. Die Gammler. Und alles, was Student war, dann auch ein Schimpfwort. Und das habe ich eine Weile ausgehalten, dann wurde es mir aber auch zu viel. Dann habe ich dann den Hut wieder weggelegt und so. Und das Cape auch ausgezogen und habe mir was anderes angezogen. Dann fing es aber an, wirklich loszugehen. Also in den 60er Jahren nahm Ihre Karriere wirklich Fahrt auf. Das haben Sie damals vielleicht auch nicht so gemerkt, aber wenn man das liest, dann ist es doch relativ schnell gegangen. 67 sind Sie mit Reinhard May zusammen das erste Mal auf Deutschland-Tour gegangen. Ja. Jeder von Ihnen hatte 12 Lieder im Repertoire, zusammen reichte das. Und dann sind Sie auf Tour gegangen und ich glaube, diese Freundschaft zu Reinhard May, die hält bis heute, richtig? Ja, die hält bis heute. Wir haben uns 66 auf der Burg Waldeck im Hunsrück zum ersten Mal getroffen. Beim Festival. Bei dem Festival. Und diese Verbindung, diese freundschaftliche Verbindung, die hat bis heute gehalten und wird es hoffentlich auch noch weiterhin tun. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Reinhard May in Ihrem Buch. Da beschreibt er, wie er sie das erste Mal auf der Bühne erlebt hat.
Und das ist wunderbar geschrieben. Er sagt, da sang einer das, was ich schon immer in unserer Sprache hören wollte. Das waren die klaren, einfachen, sanften und zugleich harten Worte. Das waren die reinen volksliedverwandten Melodien, die aus der Kindheit, vielleicht aus der Nacht der Zeiten in uns allen klingen. Das ist ein wunderbares Zitat, finde ich. Das muss wirklich Eindruck gemacht haben, was Sie damals gemacht haben. Sie haben auch eine Lanze für die Volkslieder gebrochen, die damals nicht sehr hoch im Kurs standen. Man wollte die nicht mehr singen nach der nationalsozialistischen Zeit. Die waren verbrannt oder vergiftet. Und Sie haben sehr viel dafür getan, diese Lieder zu entgiften. Kam das auch durch den Einfluss Ihrer Mutter? Ihre Mutter hat sehr viel gesungen und kannte einen großen Schatz von Volksliedern. Ist das ein Erbe Ihrer Mutter? Ich glaube, unbedingt war das so. Meine Mutter hat immer gesungen. Und sie hatte ja hunderte oder sagen wir 1000 Lieder zur Verfügung, die sie sang und die ich natürlich auch selber alle konnte. Ich habe sie damals nicht gesungen, sondern ich habe meiner Mutter gerne zugehört, wenn sie gesungen hat. Und ich habe später nicht verstanden, was an diesen Liedern so daneben sein sollte. NDR Info, der Talk und WDR 5, das Tischgespräch, heute mit dem Liedermacher Hannes Wader. Und ich freue mich jetzt auf eines deiner Lieder, das ich besonders liebe. Es heißt Minje Han, der plattdeutsche Text, Jump von Klaus Groth. Und das Lied ist eine Erinnerung an eine Kindheit auf dem Land. Ich will, wie wir noch Kleinje haben, da wäre die Welt so groß. Wie sitten, aber Steinje haben, wissen, ob ihn aber so. An heben sei die stille Mond, wie singen wir heilig und schnacken, war der Himmel hoch und wat des Sod wohl geht. Weißen aber still, dat wär je han, da rör kein Blatt am Baum. So ist dat nun nie mehr je han, als höchstens noch in der Raum. Weißen aber in der Schäpersung. Das war Minje Han, gesungen von Hannes Wader. Und dieses plattdeutsche Lied ist natürlich meine Überleitung zu Ihrer Zeit in Norddeutschland, Hannes Wader. Sie haben gut 25 Jahre in einer alten Mühle in Norddeutschland gelebt, in Nordfriesland, in einem Dorf namens Struckum oder Strugum, wie ich sagen würde. Ich bin 10 Kilometer von dieser Mühle aufgewachsen, in Högl, und als Jugendliche wollte ich nur möglichst schnell da weg. Warum sind Sie dahin? Was hat Sie Anfang der 1970er Jahre nach Nordfriesland gezogen? Ja, das waren wieder verschiedene Impulse, die ich hatte. Ich hatte mich, um es zu verkürzen, auf meine eigene Herkunft auf dem Lande erinnert und hatte ja nun meine Erfahrung mit der Großstadt, mit Berlin. Ich habe 10 Jahre in Berlin gelebt, bis über die 60er Jahre, bis Anfang der 70er, und wollte dann eigentlich nach Hamburg, aber da bin ich auch gescheitert. Ich hatte mir da eine Wohnung gemietet und habe da die Bader-Meinhof-Gang reingelassen. Ja, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen. Ohne zu wissen und zu wollen, wer die waren. Und es war damals noch das Erbe der 60er. Man war offen. Ja, jeder öffnete die Tür für jeden. Das war die Grundstimmung. Auch bei mir. Das hat also nicht geklappt. Die Wohnung, ja, die musste ich aufgeben. Und dann hab ich aber in dieser Zeit sehr viel mit Knut Kieswetter, meinem Produzenten damals, meinem Schallplattenproduzenten, zu tun gehabt, der in Nordfriesland lebte. In Bomstedt, In Bomstedt, auf einem Resthof. Und das hat mich sehr angesprochen. Und dann wurde die Mühle angeboten. Die Fortuna. Die Mühle Fortuna, die hießen Emanuel und Fortuna, heißen die Windmühlen meist im Norden. Ja, das hat dann auch zuerst nicht geklappt, weil ich mitten im Winter
bei eisiger Kälte diese Immobilienbesichtigung vorgenommen habe. Nordfriesland im Winter, das ist nichts abweisend. Für Feigling. Das war Nordfriesland sehr abweisend. Ja. Und dann bin ich nochmal im Frühjahr dorthin und es war wunderbar. Und eine Rose rankte sich über das zerbrochene Speicherdach der alten Windmühle. Und die Sonne schien und die Vögel sangen. Und die Kiebitze waren auch schon da. Und ach, fantastisch. Und da habe ich sofort zugeschlagen. Mhm. Das konnte ich auch, weil ich war damals schon aus dem, aus dem Status des Geheimtipps auf der Bühne und als Künstler raus und war aber schon bekannt und also auch schon reicher als vorher. Man konnte mir das also dann leisten und das habe ich auch getan. Und das hat dann 25 Jahre gedauert, bis ich dann die Mühle und Nordfriesland wieder verließ. Sie haben mal geschrieben in Ihrem Buch, ich bin keiner, der sich einlebt. Also Sie sind keiner, der jetzt irgendwo Wurzeln schlägt und dazugehört. Aber ich glaube, dass Sie in Nordfriesland ziemlich gut klargekommen sind. Jedenfalls denkt man das, wenn man in Ihrem Buch liest, dass Sie gefeiert haben mit den Nachbarn, dass Sie viel Kontakt hatten zu den Nachbarn. Und ich erinnere mich, dass Sie hießen in der Nachbarschaft immer nur der Rode Hannes. Der Rode Hannes. Der Rode Hannes, weil Sie Kommunist war. Und also mein Vater sagt auch der Rode Hannes. Also man war mit Ihrer politischen Einstellung absolut nicht zufrieden auf dem Land, aber man hat Sie trotzdem akzeptiert, ich glaube tatsächlich als einen Landmenschen. Ich glaube, dass diese Glaubwürdigkeit, so der ist einfach wie wir, dass Sie die hatten. Und Sie haben dann ja auch platt gesprochen. Könnten wir eigentlich platt miteinander sprechen? Können Sie westfälisches platt noch? Ja, schon betten können wir wohl schnacken miteinander. Habt ihr das Bitus schnackt? Aber es würde mir jetzt schwer fallen, ja. Weil ich muss sowas üben. Genau. Ich kann nicht unvermittelt. Aber wir können, mit ein bisschen Übung können wir das. Ne? Ja, mit ein bisschen Übung wäre es unmöglich. Ja. Apropos Politik und politische Themen. Ich kann mich noch an den Spruch erinnern, den nordfriesischen Spruch. Schub die Full und Fred die Dick und hol dat Mut von Politik. Genau, Astrein ist Plattdeutsch übrigens. Und daran habe ich mich nicht gehalten. Aber die anderen, also meine Nachbarn, die mich trotzdem einluden, obwohl ich immer irgendwas auf den Tisch brachte. Genau. Ich dachte, ich werde mit meiner Einstellung, die ich jetzt hatte, sei ich dazu verpflichtet, das auch zu erörtern. Und meine politischen Ansichten zu verbreiten und so weiter. Aber die Nachbarn haben eine sehr elegante Art gehabt, das abzubügeln oder mich auflaufen zu lassen. Und es hat niemals irgendwelchen Stunk gegeben deswegen. Das war bekannt, ja, sicher der Rote Hannes. Aber sie haben mich laufen lassen. Genau, und sie konnten auch glaubwürdig mithalten, was das Trinken angeht, in den Kneipen zum Beispiel. Das ist ja auch, war auch eine wichtige Rolle, wenn man supen kann, so wie in diesem Spruch, dann war man schon mal ein bisschen also glaubwürdig. Ne? Man hatte jedenfalls schon eine Kernkompetenz vorzuweisen. Sozusagen. Ja, ich habe mich nicht besonders bemüht darum, aber ich hatte Glück. Ich wurde akzeptiert. Sie sind dann wieder weggezogen. Nach 25 Jahren sind dann auf einen anderen Hof in Schleswig-Holstein noch gezogen für ein paar Jahre und dann nach Kassel. Und in Kassel leben Sie heute auch noch. Vermissen Sie den Norden manchmal? Ja, manchmal schon, ja. Aber wie gesagt, mit dem Einleben habe ich mein eigenes Verhältnis. Ich kann Orte verlassen, ohne dem lange nachzutrauern. Das hat auch was Monströses, weil wenn man sich irgendwie auf etwas einlässt, dann hat man doch auch eine Bindung. Und die ist bei mir, die muss ich nicht mal kappen. Eine Bindung, die man kappt, die ist ja eine feste Bindung. Da muss man ja irgendwas brechen. Und das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe damals Berlin verlassen, nach 10 Jahren, ohne auch noch einen Gedanken daran zu verschwenden. Ich habe noch sicher die ein oder anderen Freunde noch gehabt, die in Berlin lebten. Und ich habe auch nach 25 Jahren Nordfriesland verlassen, ohne
ohne Bedauern. Naja. Ich komme mir selber fast vor wie ein Monster. Es ist heute hier, morgen dort, oder? Es ist nicht Ihr Motto, es ist das Motto Ihres berühmtesten Liedes. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. NDR Info, der Talk und WDR 5, das Tischgespräch, heute mit dem Liedermacher Hannes Wader. Heute hier, morgen dort. Das Motto Ihres berühmtesten Liedes, das ist so wahr, wie Sie vielleicht am Anfang gar nicht geahnt haben. Wie gut Sie sich damit beschrieben haben. Ja, das fällt mir überhaupt auf. Nicht nur bei mir, sondern auch bei Leuten, die mir früher jedenfalls Vorbilder waren, bevor ich selbst Vorbild wurde, was Songs betrifft oder was. Zum Beispiel bei Brassens oder bei Bob Dylan, dass die in ihren Songs Dinge sagen, so hellsichtig, auch Bob Dylan schon als junger Mensch, als 20-Jähriger, hat er ja schon die tollsten Songs geschrieben. Er hat ja auch so zu Recht den Nobelpreis bekommen. Er ist ja ein Genie. Aber auch Sie haben mit diesem sehr frühen Lied, das ja auch nicht umsonst zu einer Art Hymne geworden ist, zu einem Volkslied geworden ist, sich selbst offensichtlich sehr, sehr präzise auf den Punkt gebracht als sehr junger Mann. Ne, die ist heute hier, morgen dort. Es ist tatsächlich eine Art Lebensprinzip. Ja, darauf wollte ich hinaus, dass zum Beispiel, um nochmal den Ausspruch zu wiederholen, ich habe gesehen, ich kann das. Das heißt, dass der Poet oder wie immer man ihn nennen will, über diese Gabe verfügen muss. Auch wenn er etwas noch gar nicht erlebt hat, es ausdrücken kann. Mhm. Das muss er können. Das gehört dazu. Das ist eine Art von sagen wir mal, nicht keine Spökenkickerei, aber eine Hellsichtigkeit, die er haben muss. Hannes Wader, Sie sagten vorhin, Sie misstrauen Ihrem Publikum oder Sie haben Ihrem Publikum misstraut. Sie sind jetzt seit 2 Jahren nicht mehr auf der Bühne. Sie haben Ihren Abschied sozusagen erklärt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt unheimlich viele Fans, Leserinnen und Leser, Buchhändlerinnen und Buchhändler, der Verlag, die halbe deutsche Nation darauf wartet, dass Sie mit Ihrem Buch, trotz alledem, mit Ihrer wunderbaren Autobiografie, jetzt auf Tournee gehen. Haben Sie aber nicht vor, oder? Nein, das habe ich nicht vor. Ich bin damit auch noch nicht fertig, also mit der Beurteilung meiner eigenen Situation. Nachdem ich den Tourneesack zugemacht habe, vor 2 Jahren, und weil ich ja gleich an dem Buch gearbeitet habe, ist mir das gar nicht aufgefallen, dass ich plötzlich gar nicht mehr auf Tournee ging, sondern ich hatte ja was zu tun. Und jetzt habe ich das Buch auch beendet und jetzt merke ich, dass diese Frage auf mich zukommt. Gehst du nochmal los? Ich habe mein Tourneeleben beendet mit der Vorgabe, es doch irgendwie keine Tournee mehr zu machen, aber nochmal den einen oder anderen Auftritt zu haben. Aber dazu habe ich gar keine Lust. Ich habe einen regelrechten Bammel davor, mich auf die Bühne zu stellen. Also es wird keine Lesereise geben. Ich werde nicht mit meinem Buch auf Lesetour gehen. Aber spielen Sie Gitarre? Singen Sie für sich? Das mache ich. Zu selten. Ich muss, wie gesagt, ich habe eben schon besprochen haben, ich habe die ganze Zeit nur immer noch Kreuzworträtsel gelöst, wenn ich nicht geschrieben habe. Und
und nicht gelesen. Und jetzt will ich wieder anfangen und jeden Tag Gitarre zu spielen, jeden Tag zu singen und jeden Tag zu lesen. Neben meiner Arbeit im Garten. Ich bin ja ein begeisterter Gärtner. Und das will ich dann auch. Ja, so gut, jetzt kommt der Winter und dann ist es mit dem Garten auch wieder nichts. Das spricht doch für die Gitarre und für die Musik. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie das sagen, dass wir nicht uns Hannes Wader ohne Lieder vorstellen müssen, sondern dass Sie weiter singen und dass Sie weiter spielen werden. Das ist mir eine große Freude. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch.